Es ist tiefe Nacht, alles ist dunkel, nur die Sterne leuchten am Himmel. Weit im Osten, im Teil der aufgehenden Sonne, sind drei Männer wach. Aufgeregt schauen sie in den Himmel. Seht nur, der helle Stern. Was kann das bedeuten? Unglaublich, wie hell der leuchtet. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das muss ein Königsstern sein. Die drei Männer fühlen, dass etwas Besonderes geschieht. Sie beschließen, sich auf den Weg zu machen und den neuen König zu suchen. Sie satteln ihre Kamele, beladen sie mit kostbaren Geschenken und gehen los. Sie ziehen durch weite Wüsten und fremde Länder, über hohe Berge und durch tiefe Täler. Lange sind sie unterwegs. Auf ihrem Weg folgen sie dem Stern, heller und klarer als alles, was sie kennen. Ein Stall in Bethlehem. Josef führt seine Frau Maria hinein. Sie sehen müde aus. So, Maria, hier können wir heute Nacht bleiben. Endlich ein Dach über den Kopf. Es ist nur ein Stall. Ich mache uns eine Ecke zurecht, in die wir uns legen können. Ein wenig ausruhen, morgen sieht die Welt schon ganz anders aus. Die Tiere schauen uns freundlich an. Vielleicht kommt unser Kind heute Nacht, Josef. Ich fühle, dass es nicht mehr lange dauert. Ruh dich aus, Maria. Guck mal, Josef. Der Stern da draußen, wie hell er leuchtet. Er scheint sogar durchs Dach. In derselben Nacht lagern Hirten auf dem Feld. Sie sitzen um ein Feuer, um sie herum sind die Schafe. Kalt ist es geworden, ja, verdammt kalt. Ist eine klare Nacht. Habt ihr schon mal so einen hellen Stern gesehen? Nee, ich nicht. Was das zu bedeuten hat? Auf einmal wird es noch heller. Mitten in der Nacht leuchtet ein Licht auf, heller als die Sonne. Und vor den Hirten steht ein Engel. Die Hirten zittern vor Angst. Was geschieht hier? Der Engel sagt: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die allen zuteil werden soll. Euch ist der Retter geboren in der Stadt Davids, Christus der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Am Himmel ertönt ein heller Gesang. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Die Hirten lauschen, bis der Gesang verklungen ist. Dann wird es wieder dunkel. Nur der Stern leuchtet noch über Bethlehem, der helle Stern. Lasst uns gehen und sehen, was da geschehen ist. Die Hirten lassen die Schafe auf dem Feld zurück. So schnell sie können, gehen sie nach Bethlehem. Die drei Weisen kommen zu einem Stall. Hier muss es sein. Der Stern steht genau über diesem Dach. Vorsichtig treten sie ein. Da sind schon Tiere und Hirten. In einer Ecke sehen sie ein kleines Lager. Da sind auch ein Mann und eine Frau. Woher kommt ihr? Fragt Josef überrascht. Ihr seht so aus, als wäret ihr weit gereist. Ein Stern hat uns den Weg gezeigt. Ist es wahr, was er erzählt? Ist hier ein neuer König geboren? Da erst sehen die drei Männer die Futterkrippe. Dort liegt auf dem Stroh ein kleines Kind. Ein Neugeborenes, klein und zart. Es schläft. Und über dem Stall leuchtet der Stern.